weil wiederum die Zielsetzung dieses ESM-Vertrages schlicht und einfach ist, die Staatsschulden zu vergemeinschaften. Warum will man die Staatsschulden vergemeinschaften? Weil man sagt, wenn wir gemeinsame Schulden haben, müssen wir auch einen gemeinsamen europäischen Staat haben. Das ist sozusagen die Vorstufe und das Druckmittel, um einen zentralistischen europäischen Gesamtstaat zu installieren. Zu den Finanzierern, von den Finanzproblemen, die haben die Karte schon in der Hand, ja. Ich habe mal ausgerechnet, und Sie können das auch im Internet nachlesen, diese Expertise des ESM mit dem finanziellen Risiko aus österreichischer Sicht. Sie finden bei dieser Expertise auch die Zahlen der anderen Länder, aber die Zahlen von Österreich habe ich dann dick und kursiv unterlegt, damit man das besser erkennt. Und das bedeutet jetzt Folgendes. Ich habe ja vorhin schon gesagt, diese 700 Milliarden Startkapital reicht gerade mal, um die Staaten, die jetzt schon pleite sind, um deren Kapital zu übernehmen. Immerhin bleibt noch eine kleine Lücke von 9 Milliarden, muss bezuschusst werden. Das bedeutet also umgerechnet für Österreich, Österreich zahlt nicht in dem Anfangsstadium für diese 700 Milliarden 19,5, sondern weil auch die anderen Staaten als Zahlende wegfallen und dann die Schulden übernommen werden müssen, zahlt Österreich etwa 20,3 Milliarden. Könnte man auch sagen Peanuts, das sind also dann nur 0,8 Milliarden oder 1,2 Milliarden mehr. Nun geht aber die Geschichte weiter. Wir haben hier noch andere Staaten, die in den Verdacht geraten, nicht mehr zahlen zu können. Spanien, Italien, Zypern steht vor der Haustür. Wenn Sie in der zweiten Stufe, in dem zweiten Szenario, diese Staaten hinzunehmen, muss Österreich nicht nur für diese Staaten noch die Einlage von den, die Staateinlage von den 700 Milliarden übernehmen und müsste dann statt dieser 19,5 Milliarden knapp 31 Milliarden schon bezahlen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. 19,5 zu 31, das macht schon was her. Aber, meine Damen und Herren, die Katastrophe geht noch weiter. Wenn die Schulden dieser Staaten, die ausgefallen sind mit ihrer Einlage, wenn die von den restlichen Staaten übernommen werden, muss auch Österreich einen entsprechenden Anteil übernehmen. Und das würde dann insgesamt mit erhöhten Einlagen den stolzen Betrag von 148 Milliarden Euro ausmachen. Österreich hat Stand 31.12.2001 einen Schuldenstand von 210 Milliarden etwa plus 148 Milliarden dazu. Das ist schon eine satte Erhöhung des österreichischen Staatsschuldenstandes. Und wenn Sie schließlich, dieses System kann man ja immer weiter treiben. Im Vertrag gibt es ja keine Obergrenze. Im Vertrag ist nicht festgelegt, wo man sagen kann, Schluss aus, ich mache nicht mehr mit, ich trete aus oder das Ganze wird abgewickelt. Es wird faktisch abgewickelt werden dann, wenn Frankreich auch noch ausfällt. Und Frankreich ist auch schon ins Gerede gekommen. Und meine Damen und Herren, wenn erst bis zu diesem Zeitpunkt gewartet wird und Österreich bis dahin auch noch den Schuldenstand von Frankreich anteilsmäßig übernimmt, dann werden die österreichischen Staatsschulden um 386 Milliarden steigen. Plus 210, oh, ich habe mich verrechnet, das ist 600 Milliarden Euro. Wow, 600 Milliarden Euro. Mehr als eine halbe Billion Euro Schulden stehen den österreichischen Bürgern ins Haus, wenn dieses SMS-System in sich zusammenfällt. Und dann kann ich nur sagen, Prost Mahlzeit.